Wir werden in dieser Woche in einer Regierungserklärung und der nachfolgenden Debatte im Deutschen Bundestag uns noch einmal mit dem Thema eine gemeinsame Reaktion Europas auf die Herausforderung durch die Flüchtlinge diskutieren. Es bleibt dabei, dass die Bundesregierung eine europäische Lösung sucht, weil wir in Griechenland sehen, dass nationale Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg und zu untragbaren Zuständen an den Grenzen führen können. Das, was wir in Griechenland im Augenblick sehen und erleben, ist keine akzeptable und schon gar keine gute Visitenkarte für Europa. Und deswegen setze ich darauf, dass die Bundeskanzlerin beim nächsten Gipfel auch zu einem Erfolg kommt. So kann Europa nicht weitermachen. Und man sieht, dass allein nationale Maßnahmen nicht reichen. Wir bleiben bei unserem Kurs, dass wir einen Mix aus nationalen Maßnahmen, Asylpaket 1, 2, was uns ja auch noch beschäftigen wird, und europäischen Maßnahmen und auch natürlich Maßnahmen im Größeren an dieses Problem herangehen wollen. Wir haben immer gesagt, dass wir Fluchtursachen auch dadurch bekämpfen wollen, dass wir den Menschen in den Flüchtlingslagern, wo sie sind, beispielsweise in Jordanien, beispielsweise in der Türkei, ein akzeptables Leben ermöglichen müssen, dass nicht nur die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherstellt, sondern auch Schule für die Kinder. In Besuchen in Flüchtlingslagern wurde mir immer wieder gesagt, wir sind nun schon seit 3 Jahren in einem solchen Lager und unsere Kinder haben noch keinen einzigen anständigen Unterricht bekommen und sie werden die Verlierer der nächsten Jahre sein. Das alles werden wir tun und ich bin zuversichtlich, dass wir da auch weiterkommen. Ich weiß, dass es auch andere Auffassungen zu diesem Thema gibt. Trotzdem glaube ich, dass der Kurs der Bundesregierung richtig ist und der auch von der Mehrheit in der Fraktion getragen wird. Dass wir ein gemeinsames Ziel haben, geht leider unter. CDU, CSU und SPD haben gemeinsam vereinbart, dass wir die Zahl der Flüchtlinge nachhaltig und spürbar reduzieren wollen. Dabei ist klar, dass diejenigen, die ein Bleiberecht haben, weil sie verfolgt sind, aus Bürgerkriegsregionen kommen, auch weiterhin bei uns Aufnahme finden. Aber dass diejenigen, die subjektiv verstehbar zu uns kommen, weil sie ein besseres Leben führen wollen, nicht kommen können. Dazu müssen wir jetzt die Staaten in Nordafrika zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob dazu die Grünen und die SPD-regierten Länder jetzt bereit sind. Es wäre zwingend notwendig, damit der Zustrom aus diesen Regionen endlich aufhört. Ich glaube auch, dass das eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass diejenigen, die aus Protest oder aus Überzeugung AfD gewählt haben, wieder Vertrauen fassen können. Ich glaube, dass wir schon viel weiter wären, wenn wir gemeinsam deutlicher erklären würden, was wir alles schon gemacht haben und nicht ständig uns darüber unterhalten, was immer noch nicht erledigt sei. Obwohl die Zahl der Flüchtlinge im Augenblick erheblich zurückgegangen ist, wird teilweise so diskutiert, wie wenn sich überhaupt noch nichts getan hätte. Und da tragen wir alle Verantwortung dafür, dass die Menschen die richtigen Informationen bekommen und nicht durch Botschaften verunsichert werden. Das wird sicher in der Debatte morgen im Deutschen Bundestag auch deutlich werden. Musik.